Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Knights of the Old Republic und der Tech schreit uns wieder ins Ohr. So, im letzten Part haben wir Jolly geholt, den Jolly Buster. Ich bin schon ruhig. Ja, den halbpensionierten Vollzeit-Jedi. Nein, das macht irgendwie keinen Sinn. Der möchte uns jetzt helfen, hier durch dieses Energiefeld zu kommen. Und ich würde sagen, da bringen wir ihn erstmal hin, ne? Also, wir haben ja eigentlich hier unten, könnte man sagen, alles gefinished. Ne? Das kann man so sagen. Und jetzt müssen wir noch zum Energiefeld und ich hoffe, dahinter ist schon die Sternkarte. Denn dann wäre dieses Gebiet auch wieder abgefrühstückt. Könnte man ja so sagen, ne? Finde ich ziemlich cool. Aber es wird bestimmt nicht so einfach sein, dass wir hier einfach nur so durchgehen können. Da wird bestimmt noch irgendein großer Feind in der Nähe sein, der uns da aufhalten möchte. So. Hier scheint es aber noch alles recht friedlich zu sein bisher. Wir sind halt diese ganzen Tag, diese kleinen Mini-Affen. Ist er noch hinter uns? Natürlich ist er das. Das heißt, wir wandern und wir wandern und wir wandern. Ich muss sagen, ich hätte wesentlich lieber Bastia mit uns dabei. Oder Salbar von mir aus auch. Weil dieser Julie, der sah nicht gut aus, als ich ihn hochgelevelt habe. Aber gut, dann hilf mal hier mit. Da, siehst du? Ziemlich subtil, was? Im Gegensatz zu dem übrigen Chaka-Gerümpel hier unten. Es ist noch nicht lange hier, sonst hätten es die Wookies längst lahmgelegt. Auch wenn es ihnen verdammt schwer gefallen wäre. Okay. Wieso sollte man so ein Ding hier platzieren? Es gibt noch mehr an ähnlichen Stellen. Ein ausgeklügeltes System. Sehr präzise. Es wäre sehr effektiv, wenn sie es nicht auf Bodenbewohner ausgelegt hätten. Kletterer können es problemlos umgehen. Okay. Ihr könnt uns dann also vorbeibringen, ne? Ihr habt es gesagt. Ich kann es für einen Moment manipulieren. Mal sehen. Wie haben es die Chaka gemacht? Hallo? Wir sollten uns auf ein paar Überraschungen einstellen. Ah. Wir sind im nächsten Teil der Schattenlande. Gucken wir uns einmal die Karte an. Oh, ist immer noch relativ groß. Wollen wir uns mal umsehen. Überall Tech. Oh, was ist denn da los? Mandalorianer? Gegen Wookie kämpfen. Dann wollen wir mal den Wookie helfen. Mandalorianer waren bisher ja eigentlich immer unsere Feinde. Na gut, bis auf Candorus, aber der ist eine Ausnahme. Schön feige in den Rücken stechen. Na komm. Nicht schon wieder. Alter Julie, machst du auch mal was? Zack. Und ein Schlag noch und dann ist er weg. Schön. Spielt jetzt schon Level up. Na gut. Wieder hochleveln, Computer. Okay. So. Was ist los? Ah, das ist Grvrr. Was ist hier geschehen? Wieso heile ich ihn nicht einfach? Na, egal. Hier, nehmt. Und was könnt ihr über die Angreifer sagen? Wir kümmern uns natürlich darum. Guck mal, Julie gibt einfach mal einen Fick und guckt nach hinten. Okay, gut zu wissen. Speichern. Flupp. Dann einmal kurz ausplündern hier. Oh ja, hier liegen überall die toten Wookies rum. Nicht schön, nicht schön. Die haben aber auch nichts dabei. Blaster.
Sie greifen erst an, wenn wir unbewaffnet sind, meinte er. Will ich ehrlich gesagt nicht ausprobieren. So, was haben wir denn hier? Liegt überall was auf dem Boden rum? Ist das Leichen? Ja, das ist ein Wookie-Leichen. Oh, wow, wow. Das mag mir gar nicht gefallen. Da sind wieder Kinrev. Können wir jetzt eigentlich wieder... Nee, können wir nicht. Ich dachte, wir könnten wieder was Tier holen, weil der jetzt uns das Teil aufgemacht hat. Aber können wir nicht. Hätte ich es uns gerne gemacht. Zack. Und... Nee. So. Wollen wir euch mal wegsnacken? Ja, ich gucke nun wieder auf die Lebensanzeige. Aber bis jetzt... Na okay, heilen wir einmal. So, heilen. Genau. Sind wir auch nicht mehr vergiftet. Und aufgeschlitzt. Sehr gut. Habt ihr was dabei? Nee. Okay. Hm, wollen wir mal weiter? Oh, da sind die Swoop Bikes. Das heißt, die werden hier irgendwo in der Nähe sein. Und die sind sogar noch an. Der Swoop ist noch warm und da ist kein Signalgerät. Schade, dass er keine Felddaten enthält. Ehrlich gesagt will ich aber nicht meine Waffen ablegen, damit die mich angreifen. Gut, machen wir vielleicht am Ende, wenn wir hier durch sind. Aber so pauschal will ich das jetzt nicht machen. Was ist denn da? Seht ihr das? Wer oder was ist das? Computer? Speichern. Und Minen. Computer und Minen. Wer bist du? Lebensformen entdeckt. Bestimme Parameter. Neuralerkennung initialisiert. Ja, da ist das Ding. Eine Maschine. Du bist am Ziel, so viel ist sicher. Jetzt musst du sie nur noch zum Laufen bringen. Binäre Neuralerkennung abgeschlossen. Vorübereinstimmung gefunden. Hä? Was zum... Verdammt, was brappelt das Ding da? Ich verstehe nur Bahnhof. Starte Kommunikationsinterface. Warte auf Befehle. Seien Sie gegrüßt. Auf dieses Terminal ist seit geraumer Zeit nicht mehr zugegriffen worden. Okay. Und was ist dein Zweck? Fehler. Versuchsperson ist mit Umgebung nicht vertraut. Vor Zugriff Verhaltensrekonfiguration notwendig. Entschuldigung. Verwirrung war nicht beabsichtigt. Werde Fragen beantworten, soweit vorprogrammierte Beschränkungen es zulassen. Ich benötige Informationen über eine Sternenkarte. Zugriff möglich. Habe Sternenkarte im ursprünglichen Systemspeicher gefunden. Zugriff ist beschränkt. Okay. Ursprünglicher Systemspeicher, das heißt, die Karte ist so alt wie die Anlage selbst? Fehler. Daten über den Verfasser der Sternenkarte sind unbrauchbar. Okay. Und was benötige ich, um Zugriff zu der Sternkarte zu erhalten? Für Ihre Anfrage müssen weitere Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Sie müssen den Parametern entsprechen, mit denen dieses System ausgestattet ist. Okay, und wie geht das? Es stehen bestimmte Maßnahmen zur Verfügung. Ein Persönlichkeitsprofil wird die Struktur Ihres Bewusstseins verifizieren. Anhand dieses Profils wird entschieden, ob Sie bereit sind, die Sternenkarte zu erhalten oder ob Sie dafür vorbereitet werden können. Okay. Und was ist, wenn ich scheitere? Dann sind Sie nicht wert, einen weiterführenden Zugriff zu erhalten. Sie werden als ungeeignet zurückgewiesen. Das klingt doof. Okay, das müssen wir jetzt auf un... Wahrscheinlich müssen wir jetzt irgendwelche schlechten Fragen beantworten. Und sowas bin ich immer richtig schlecht. Aber gut, ich werde mein Bestes tun, sagen wir es so. Dann können wir das doch eigentlich durchziehen, oder? Naja, was bedeutet es, als ungeeignet zurückgewiesen zu werden? Information nicht verfügbar. Wenn Sie weitere Fragen haben, stellen Sie sie jetzt. Der Zugriff endet mit einer erfolgreichen oder einer gescheiterten Evaluierung. Das ist mir schon klar. Dann wollen wir mal anfangen. Oder? Legen wir los. Starte Evaluierung. Die Ergebnisse werden mit den Mustern im Speicher verglichen. Verhalten Sie sich so, wie Sie sich verhalten sollten. Sie reisen mit einem Wookie, doch es kommt zu Komplikationen. Hypothese? Sie und dieser Zalbar werden gefangen genommen und getrennt.
Wenn Sie beide schweigen, dann erhält jeder ein Jahr Haft. Beschuldigen Sie zahlbar, aber des Verrats, dann verbüßt er 5 Jahre und Sie keines. Er erhält das gleiche Angebot, aber wenn Sie beide den anderen beschuldigen, erhalten Sie beide 2 Jahre. Was tun Sie? Was glauben Sie, wird der andere tun? Also, zum einen ist die Frage, woher weiß der von Salbar? Aber da ist mir jetzt erstmal egal. Ich würde Salbar theoretisch vertrauen, weil der würde ja mir nie was in die Schuhe schieben. Und ich meine, ein Jahr Haft ist jetzt nicht so lange. Ich weiß aber nicht, was hier im System sozusagen gespeichert ist. Ich verhalte mich einfach so, wie ich mich verhalten würde. Sagen wir es so, okay? Ich vertraue also Salbar, ich würde nichts sagen, ebenso wenig wie er. Sicher? Wenn Sie sich abwenden, riskieren Sie 2 Jahre oder nichts. Wenn Sie auf Loyalität setzen, riskieren Sie 1 Jahr oder 5. Ihre Loyalität ist gefährlich. Ihr Begleiter könnte Sie verraten und davon profitieren. Salbars Familie ist mit Verrat besudelt. Welche Loyalität kennen diese Leute? Ihre Antwort ist falsch. Was ist das denn für eine scheiß Frage? Ich darf wählen, also werde ich es nicht ändern. Sie können nicht ablehnen. Die Evaluierung muss fortgesetzt werden. Sie müssen dem Muster im Speicher entsprechen. Ihrem Speicher. Ich erwarte aufrichtige Anerkennung des richtigen Verhaltens. Das ist eine Bedingung meines Programms. Okay, gut. Also wir müssen so richtig asozial sein wahrscheinlich jetzt. Na gut, dann fahrt fort. Die frühere falsche Antwort wird ignoriert. Künftige falsche Antworten führen zur Ablehnung. Hypothese: Sie befinden sich im Krieg. Durch die Entschlüsselung einer abgefangenen Botschaft erfahren Sie 2 Details über Ihren Gegner. Ihre Verteidigung wird in 10 Tagen besonders schwach sein. In 5 Tagen wird eine Ihrer Städte angegriffen. Was fangen Sie mit dieser Information an? Wie reagieren Sie am effektivsten? Eigentlich, also ich würde, was ich machen würde, wäre, die Leute aus der Stadt holen. Was der Computer machen würde, würde wahrscheinlich, ich bereite meine Streitkräfte auf einen Angriff in 10 Tagen vor, in der Stadt selbst ergreife ich keine Maßnahmen sein. Weil praktisch gesehen, also vollkommen praktisch gesehen und total unmenschlich gesehen, bringt es einem ja nichts, wenn man die Menschen in der Stadt behält, weil wir da ja keine, also möglicherweise keine Kriegsfabrik oder sowas haben, ne? Also keine Waffenfabrik oder sowas hätten. Von daher denke ich mal, ist Antwort 4 richtig. Sehr gut. Wenn Sie losgezogen wären, um die Stadt zu evakuieren, hätten Sie den Gegner darauf aufmerksam gemacht, dass Sie den Code geknackt haben. Der endgültige Sieg forderte den Tod der Bewohner dieser Stadt. Sie haben weise entschieden und sich nicht von Gefühlen leiten lassen. Das war ja klar. Ja, wir müssen ja so asozial sein, wie ich's. Also, ich denke mal, die Maschine ist ein ziemliches Arschloch. So, das stimmt, der Tod dieser Leute würde mehr eine Streitkräfte anstacheln. Stringente Argumentation. Ich werde sie in die übrige Evaluierung einfließen lassen. Sie beginnen, dem Muster im Speicher zu entsprechen. Hypothese. Entfernen Sie den andauernden Krieg aus dem letzten Beispiel. Betrachten Sie den Gegner als schwach und weit entfernt. Doch ohne Bedrohung von außen beginnt Ihr Reich zu stagnieren. Ihre Leute werden selbstgefällig und stellen Sie zunehmend in Frage. Das gleiche Szenario wie zuvor. Sie entdecken einen bevorstehenden Angriff, aber auch die anschließende Schwäche. Wie reagieren Sie? Ohne Bedrohung von außen wirken wir schwach. Das heißt, theoretisch müsste ich den Angriff geschehen lassen, um zu zeigen, also jetzt wieder praktisch und unhuman gesprochen, dass wir quasi den Leuten zeigen, wenn ihr uns nicht habt, dann seid ihr ziemlich am Arsch.
Deswegen lasse ich den Angriff geschehen. Natürlich tun sie das. Das macht strategisch gesehen den meisten Sinn. Ihre Leute werden sich im Kampf gegen den gemeinsamen Feind um sie scharen. Wenn alle Augen nach außen blicken, stärkt das ihre Herrschaft. Außerdem eröffnet das Drum und Dran eines Krieges weitere Möglichkeiten. Ihr Verhalten stimmt mit den Mustern im Speicher überein. Ich erkenne sie und erfülle meine vorherbestimmte Aufgabe. Ich hoffe nur, ich kriege da keinen dunklen Seitepunkt für, weil ich habe ja jetzt nur notgedrungen mit dem gesprochen. Ich habe ja nichts getan dergleichen. Gebt mir Zugriff auf die Sternkarte. Ja, Sie sind bereit. Bald werden Sie den Kurs erkennen, dem Sie folgen müssen. Die Sternenkarte gehört Ihnen. Diese Einheit hat nun seine Primäraufgabe erfüllt. Die Reihe mit der Versuchsperson ist abgeschlossen. Führe letzte Aktion durch. Beginne mit der Aktivierung der Sternenkarte. Parameter zurückgestellt. Stasis initialisiert. Beende Kommunikation. Wir haben es geschafft. Es war so klar, dass ich da einen dunklen Seitepunkt erhalte. Das ist aber irgendwie unfair. Ich meine, ich habe das ja nicht getan. Ich habe ja nur mit der Maschine so gesprochen, damit sie mir den Zugang gewährt. Ist ja was ganz anderes, wenn ich darüber spreche, als dass ich es wirklich tue. Aber gut, ich kann es ja nicht ändern. Eine Sternenkarte, ein uraltes Artefakt der dunklen Seite. Das überrascht mich nicht. Mir war immer klar, dass da unten irgendwas versteckt ist. Mich würde interessieren, ob die Sternenkarte die Evolution der Wesen der Schattenlande beeinflusst hat. Vielleicht ist es hier unten deshalb so gefährlich. Eine interessante Theorie. Ich fürchte nur, dass wir keine Zeit haben, sie zu überprüfen. Na egal. Wir haben, was wir wollten. Lass uns von hier verschwinden. Okay. Sternenkarte haben wir jetzt? Ja, die haben wir. Gut. Ich wollte noch mal kurz gucken im Tagebuch. Und zwar... vermisste Rohrwurm. Unsichtbare Jäger. Die Jagdgesellschaft der verletzten Wookies, Gwarwa, wurde von getarnten Fremden überfallen. Wenn du ihren Anführer ausschaltest, bekommst du eine Belohnung. Die Wookies haben im Südwesten und weiter im Süden einige Leichen entdeckt. Dort solltest du mit der Suche beginnen. Die Angreifer erscheinen, als die Wookies ihre Waffen abgelegt hatten. Sie wollten offenbar kein Risiko eingehen, du musst also deine Waffen ablegen, um sie anzulocken. Toll. Na gut, machen wir das. Wir haben ja sonst alles erledigt, meiner Meinung nach. Was meinte der im Südosten? Also im Südosten waren die Leichen, genau. Und dann gehen wir mal zu den Swoop-Bikes. Speichern natürlich vorher, wenn wir da sind. Die Swoop-Bikes waren ja noch warm, von daher müssten sie ja in der Nähe sein. Das heißt, einmal speichern. Waffen weglegen. Genau, und? Ah, er muss wahrscheinlich auch die Waffe weglegen. Ja? Okay, müssen wir jetzt einfach ein bisschen rumlaufen so, oder? Das Swoop wurde erst kürzlich benutzt, da das Signalgerät fehlt. Einer der Mandalorianer muss es mitgenommen haben, um Daten zu sammeln. Genau. Können wir natürlich nicht viel machen. Wir werden uns jetzt gleich überfallen. Das habe ich mir schon gedacht. Können wir jetzt noch schnell unsere Waffen anlegen? Wäre ziemlich unfair, wenn nicht. 9 bis 23, das wird sein. Genau, okay, super. Können wir das schnell wieder anlegen? Egal. Lassen wir es jetzt so rum. Du kriegst dann dein... Ich weiß nicht, welches er hatte. Das Lilane kriegt er dann. So. Dann wollen wir mal, ne? Ja. Oh, die haben 4 Leben. Die machen aber auch gut Schaden gerade. Der guckt zu. Okay, warum nicht? Weil er Bock drauf hat. Scheiß Spanner. Das ist auch ein normaler Mandalorianer, okay. Da heilt sich sogar. Junge, Julie, mach doch mal Schaden. Jetzt noch du.
Auch ein normaler Mandalorianer. Warum guckt der denn nur zu? Kämpf dich mit. Julie, machst du dem ein Ende? Ja, stark. Das war aber nicht der Anführer, wie es aussieht. Das heißt, wir müssen jetzt ein paar Angriffe über uns ergehen lassen. Datapad 2. Okay. Ich schätze mal, wir brauchen dann drei Datapads. Datapad 1. Okay. Moment, einmal kurz noch schauen. Aha. Machen ja, gucken wir. Tarnfeld ausgestattet. Gucken wir doch mal, was wir da gerade gefunden haben. Oh, wir müssen den Part gleich beenden. Einen Moment, das will ich noch kurz nachschauen. Stabilisatoren meines Hubs sind defekt. Ich brauche Ersatzteile, bevor auch noch andere Systeme ausfallen. Wenn der Generator den Geist aufgibt, bricht mein Funktionsfeld zusammen und unsere Beute kann mich sehen. Ich gehorche Mandalore. Hubs sind fast perfekt. Warum greifen wir nur unbewaffnete Gegner an? Okay, dann speichern wir einmal und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin noch eine wunderschöne Zeit, vielen Dank fürs Zugucken und wie immer, bye bye!